Herzlich Mensch, willkommen zu einer Folge von Minecraft PvP. Heute spielen wir vor Arena und zwar auf dem wunderschönen Map Altstadt. Wir holen uns erstmal ein bisschen Equipment, wir müssen hier kein Gutes nehmen und ja. Ich riech von der Gier. Also es lag halt nicht irgendwie am Skill oder sowas nicht verloren hat, aber gönnt euch einfach, wie ich da verloren habe. Wieso ich da verloren habe. Ich habe den Typ sogar besser gehilft, der hat mir halt, glaube ich, am Ende einen Fight gegeben. Dann würde ich jetzt ganz gerne aber trotzdem mal kämpfen. Der Kombo den anderen richtig gut weg, also entweder ist der andere einfach richtig scheiße, was gut sein kann, denn ich habe nämlich auch Eli bekommen, oder? Der andere ist einfach OP gut, ich habe den einfach mal auf Nummer 2 gesetzt. Ich habe gewonnen. Also Leute, Bossbang habe ich drauf. So, und den muss ich natürlich noch eine andere gute Runde machen. Und zwar mit diesem Equipment hier. Das Prinzip dahinter ist eigentlich mega simpel. Und dann nämlich habe ich jetzt ein gutes Schwert. Und ich habe jetzt auch noch relativ schnell gehen. Das heißt im Prinzip, ich komme einfach ganz überraschend und hau dann alle weg. Also Leute, niemand wird damit rechnen, dass ich irgendwie eine große Gefahr in der Runde bin, glaube ich. Muss ich aufpassen, dass Weakness ist, die nicht gewinnt. Also der ist ein Abstauber. Aber das ist jetzt nicht böse, wenn du sagst, ein Abstauber können ja auch gut sein. Also den Abstauben ist eigentlich auch eine mega gute Taktik. Also daher, wieso beleidigt man eigentlich Abstauber? Ich verstehe es einfach nicht. Bo-Spammer. Ich werde ja andauernd von solchen Idioten beleidigt, aber ich, okay, auf der einen Seite regt es natürlich schon auf, dass da so viele Idioten die App nicht checken, dass der Bogen für sowas da ist und damit man ihn benutzt. Und dann gibt es, das ist so wie mit dem Gehirn. Und dann gibt es natürlich noch diese Leute, die irgendwie meinen, das wäre ganz toll moralisch verwerflich. Wenn ich den jetzt angreife, werde ich jetzt nicht gewinnen. Ich muss warten, bis der andere sich voll gerackt hat und dann den da angreift. Wahrscheinlich ist er dann vom Bogen, oder? Junge. Okay, gut, für ihn ist es taktisch schlau, mich anzugreifen. Nein, Junge! Okay, das ist nicht dumm von ihm, aber... Oh, das könnte theoretisch gefährlich werden. Jawohl, GG. Oh, Leute. Ey, Leute, wisst ihr, wie peinlich. Ich gewinne das trotzdem.
Okay, nice. So sollten wir das jetzt eigentlich easy holen. Der hat nichts mehr. So, einfach mal just for fun Heiltrank benutzen. GG, easiest Hacker Kill. Und Leute, da habt ihr mit kein roter Kreis im Thumbnail kommen. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich die Einrunde noch total weggefokust. Also gönne ich mir mal einen Schadenstrank und halt noch ein Steinschwert nur. Und noch eine Chestplate und. Ja, noch einen Heiltrank am besten. Also den können wir super benutzen, wenn die sich halt gerade prügeln, dann einfach BÄM einen Heiltrank in die beide rein, Schadenstrank in die beide reinwerfen und dann die Geschichte. Und wenn das dann nicht klappt, dann trinke ich nochmal schnell einen Heiltrank, wenn ich dann den mitbekommen habe, beziehungsweise wenn er weg, trinke ich den dann. Dann sollte das auf jeden Fall klar gehen. Nein, ich habe keinen Lowground gehen lassen. Speed ist auf jeden Fall gut für Kombos. Schneller, aber ich laufe bessere Wege. Trotzdem kommt er mir. Ich glaube, ich kann mich hier oben bei dem Equip-Unterschied ganz gut verkämpfen. Traut euch. Oh shit. Wäre ich doch oben geblieben. So, und jetzt werden wir uns einfach im Prinzip den Sieg mit Equipment kaufen. Und ja, nice. Das ist mein Witz. Das ist mein Witz mit der Skill-Aura.